Willkommen zurück zu The Westerner. Ich habe natürlich noch was vergessen. Mann, gut, dass ich hier Notizen habe. Guck mal, da kommt es schon hinterher gerannt. Naja. Notizen sind Gold wert. So, wieder nach oben hier bitte. Du sollst nach oben, Fenimore. Wir haben hier noch was vergessen. Und zwar war das hier. Müsste hier gewesen sein. Da. Das Kissen. Zack. Denn Fenimore schon ganz schön Arschauer vom ganzen Reiten. Nein. Das brauchen wir noch später für ein anderes Rätsel. Aber erstmal noch nicht. Wo man ja beim Reiten eigentlich gar nicht sitzt, ne? Man drückt sich ja mit den Oberschenkeln mehr so halb nach oben. Wirklich sitzen tut man da ja gar nicht. Geht nämlich sonst böse auf die Lendenwirbel. So, wir gehen jetzt mal in die Bank. Das müsste das Ding hier mit der transparenten US-Flagge sein. Ah, hier, Mr. Braunkutte kommt schon wieder hinterher. So, guck mal hier, Sicherheitskamera. Hey, nicht anfassen. Wer bist du denn? Guten Morgen. Guten Morgen. Ich möchte ein Konto eröffnen. Name? Fillmore. Fenimore Fillmore. Wie viel möchten Sie einzahlen? Ich habe nur $1. Das ist ausreichend. Gut. An welche Adresse soll ich Ihr Buch schicken? Was für ein Buch? Ihr Sparbuch, selbstverständlich. Damit können Sie Ihre Bankgeschäfte tätigen. Ich bin kein Geschäftsmann. Sie werden es für Ihre Kredittransaktionen brauchen. Oh ja, aber klar doch. Ihre Adresse bitte. So, wir sind hier in der Stadt. Ich wohne hier in der Stadt. Im Saloonhotel? In der Tat. Würden Sie mir bitte Ihre Zimmerbestätigung zeigen? Ich habe gerade keine dabei. Dann holen Sie sie. Na, wir können ihm den Schlüssel geben. Hier, guck mal. Langt der Schlüssel als Nachweis? Etwas ungewöhnlich, aber meinetwegen. Wir machen eine Ausnahme. Hier ist Ihr Sparbuch. Danke. So, Bankaccount. Wir wollen aber Kohle haben von ihm hier. Nein, lass mit ihm reden, Mensch. Guten Morgen. Guten Morgen. Werden Sie eigentlich oft überfallen? Niemals. Ach so. Naja, wenigstens seit Monaten nicht. Und das da? Sie haben das da an der Wand gesehen, nicht? Ein Sicherheitsdienst hat die angebracht. Sollte jemals ein Raub stattfinden, sieht es der Wachmann und schlägt Alarm. In Sekundenbruchteilen wäre die Bank voller Sicherheitsleute. Wie funktioniert das Ding an der Wand genau? Das ist eine Sicherheitskamera. Sie fotografiert jede halbe Minute einmal. Das Bild wird von einem elektronischen System aufgezeichnet. Das System ist im Sicherheitszentrum. Wenn ich auf mehr als 3 Fotografien nicht erscheine, kommen die Sicherheitsleute und sehen nach, wieso. Sie kommen auch, wenn sie sehen, dass jemand mich bedroht. Mhm. Es sieht nicht so aus, als hätten Sie viele Kunden. Am 1. des Monats ist die Bank immer voller Leute. Alle Cowboys von Starex Ranch kommen hierher. Alle möchten ihr Gehalt ausgezahlt bekommen. Und im Saloon geben sie alles wieder aus. Den Rest des Monats kommt fast keiner mehr in die Bank. Mhm. Würde es Sie stören, den Ventilator abzustellen? Es ist ziemlich frisch hier drin. Der Kunde ist König. So, die können wir jetzt ausmachen. Dann geht er halt weg. In der Zwischenzeit könnten wir hier an der Tür rumfingern, aber das bringt uns nichts. Sie ist verschlossen. Genau. So, dann können wir mal mit Shorty quatschen. Hey, du! Hör auf, mich überall hin zu verfolgen!
Bitte. Ich verfolge niemanden, Fremder. Hey, du! Hä? Bezahlt Starek dich? Den Namen habe ich noch nie gehört. Dieser Ort heißt aber nun mal Starek City. Danke für die Information. Hey, du! Hä? Schöner Tag heute, nicht wahr? Wundervoll. Hey, du! Hä? Hast du Feuer? Klar. Ja und? Hey, du! Hä? Komm mir nicht zu nahe, oder ich sag's dem Sheriff. Du bist derjenige, der sich mir nähert. Hält sich wohl für den ganz Schlauen. So, wir haben jetzt ein Sparbuch. Und jetzt können wir nämlich hier beim Krämerladen shoppen gehen. Das heißt, nee, warte mal. Hier, wir gehen erstmal da hinten hin. Wahnsinnsstier. Die Augen. Nein. Ja, bitte noch näher. Komm hier hin. Dahin. Machst du nicht. Gut, dann sprechen wir mal mit Tom. Hey, Alter, wo ist Jerry? Hey, amigo. Was gibt's? Wie heißt du? Mein Name ist Tom. Tom Postum. Postum? Postum. Nie von dir gehört. Mann, ich bin nicht Jesse James. Und was machst du da drin? Offensichtlich sitze ich im Gefängnis, meinst du nicht? Oh, ja, jetzt sehe ich's auch. Warum hat man dich eingesperrt? Man beschuldigt mich, Starek Vieh gestohlen zu haben. Aber es war alles ein abgekartetes Spiel. Starek hat mir eine Falle gestellt. Also hast du auch Probleme mit Starek? Probleme? Ach was. Ich wurde nur ins Gefängnis gesteckt, danach hat man meine Farm in Brand gesetzt und jetzt möchten sie mich aufhängen. Wie viele Jahre hat man dir denn aufgebrummt? Man hat mir noch nicht den Prozess gemacht, aber ich gehe davon aus, dass man mich hängen wird. Viehdiebstahl wird in dieser Gegend hart bestraft. Wann stellt man dich denn vor Gericht? Sobald ein Marshal aus der Hauptstadt kommt. Der Sheriff wartet auf sein Telegramm. Ach natürlich, dann bist du also kein Krimineller. Aber natürlich nicht. Ich bin ein ehrlicher Farmer. Ich muss aber zugeben, dass ich eine dunkle Vergangenheit habe. Was meinst du mit dunkler Vergangenheit? Ich war früher Fälscher. Wirklich? Der Beste diesseits des Pecos. Und? Was hast du so alles gefälscht? Unterschriften. Ich kann jede Unterschrift fälschen. Kennst du Joe Bannister? Klar. Sein Sohn Billy und mein Tommy sind wie Pech und Schwefel. Und wir sind seit Jahren befreundet. Ich glaube, da kommt jemand. Man sollte uns nicht miteinander sprechen sehen. Geh pfeifend weg, als ob du einen Spaziergang machen würdest. Oder auch nicht. So, und da wir schon mal hier sind, können wir gleich beim Sheriff auch mal rein. Shoppingtour machen wir gleich. Aber erstmal first things first. Zu weit weg. Was, die Tür ist zu weit weg? Was wollen Sie, Fremder? Mein Name ist Fillmore, Fenimore Fillmore. Sheriff Slocum, was kann ich für Sie tun? Mir mal verraten, was zum Geier das sein soll. Könnte ich mich hier etwas umsehen? Auf gar keinen Fall. Dies ist ein Ort des öffentlichen Rechts. Ich kann nicht erlauben, dass Sie hier alles durcheinander bringen. Sieht aus wie Holz. Kann ich mit dem Gefangenen reden? Tut mir leid, aber er ist in Untersuchungshaft. Er soll Vieh von Mr. Starek gestohlen haben. Der Biberburger. Gehört diesem Starek die ganze Stadt? Nicht ganz. Die Stadt wurde von seinem verstorbenen Bruder gegründet. Roderick Starek. Er wurde ermordet. Wie wurde Roderick Starek umgebracht? Das ist ungefähr 20 Jahre her. Jemand schoss ihm in den Rücken. Man hat nie erfahren, wer es war. Ich wette, das sind hier die Programmierer.
Haben Sie die Untersuchung von Rodericks Ermordung geleitet? Nicht ganz. Mein Vorgänger hat sie geführt. Damals war ich Hilfs-Sheriff. Ich habe viel von ihm gelernt. Was haben Sie von Ihrem Vorgänger denn gelernt? Beweise zu suchen und zu klassifizieren, Situationen analysieren und zu allem Notizen machen. Also Spuren zu verfolgen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Die Unterschriften X. Großartig. Hat Mr. Starek seinen ermordeten Bruder beerbt? Nicht ganz. Rodericks Erbin ist seine Tochter Rhiannon. Sie war nur zu jung, als er umgebracht wurde. Deswegen übernahm ihr Onkel, John Starek, die Führung der Ranch. Aber sie wird erben, sobald sie volljährig ist. Sie wissen schon, wenn sie 25 ist. Hä? Waren es nicht 21 bei euch? Gab es denn keinen Verdächtigen im Mordfall Roderick? Nicht ganz. Mein Chef hatte einen Verdächtigen. Er konnte es aber niemals beweisen und hat mir den Namen nie verraten. Ich bin Anwalt und verteidige Mr. Postum. Zeigen Sie mir bitte Ihr Diplom. Ich habe es nicht dabei. Dann kann ich Sie nicht mit ihm reden lassen. Könnten Sie mir Ihre Ernennung zum Sheriff zeigen? Hängt dort an der Wand. Und den Haftbefehl gegen Mr. Postum? Ich brauche keinen Haftbefehl, um jemanden zu verhaften. Aha. Was sind denn das für Gangstermethoden? Kann ich wenigstens erfahren, wann mein Mandant vor Gericht gestellt werden soll? Man folgt in solchen Fällen der normalen Prozedur. Sie wissen schon. Ah, ja. Ja, klar. Und welche war das doch gleich? Ein Marshal kommt und überführt ihn in die Hauptstadt. Wann kommt der Marshal, um meinen Mandanten abzuholen? Er wird mir zuerst ein Telegramm senden, um mir seine Ankunft mitzuteilen. Ich werde ihn am Bahnhof erwarten. Wir nehmen noch ein paar Drinks, dann unterschreiben wir die nötigen Papiere in meinem Büro und ich überlasse ihm den Gefangenen. Sie wissen schon, die gewöhnliche Vorgehensweise. Wie lautet die Anklage gegen meinen Mandanten? Mr. Starek's Vieh gestohlen zu haben. Als Beweis habe ich den Stier hier draußen, den ich auf der Farm Ihres Mandanten gefunden habe. Der Stier trägt Starek's Brandzeichen. Das ist Beweis A in diesem Fall von Diebstahl. Jemand verfolgt mich durch die ganze Stadt. Er heißt Shorty. Er soll alle Farmer und Fremden im Auge behalten. Ist er ein Hilfs-Sheriff? Nicht ganz. Er wird von Mr. Starek bezahlt. Mhm. Man könnte denken, Starek habe die ganze Stadt gekauft. Mister, Sie sollen wissen, dass ich ein unabhängiges Amt bekleide. Mr. Starek hat mich nie bestochen. Er bezahlt mir nur pünktlich mein Gehalt. Ich muss kurz zur Toilette. So etwas haben wir hier nicht. Versuchen Sie es gegenüber, im Saloon. Ja, ist natürlich dann vollkommen unvoreingenommen, wenn er ihm nur das Gehalt bezahlt. Können wir nochmal mit ihm quatschen hier? Hey, du! Wird das nicht langweilig, mich zu verfolgen? Ich habe dir schon gesagt, dass ich niemanden verfolge. Ah, jetzt bin ich ja wieder im Saloon. Nee, da wollte ich doch gar nicht hin. Torfnase. Soll doch mal auf den Bildschirm gucken. Und nicht einfach irgendwo blind hinklicken. Einfach mal irgendwo hinklicken und gucken, was passiert. So ist denn hier der Krämerladen. Hier, Jackson Store. Ja. Ah, großartig. Na los, hier, Quatsch mit ihm. Tagchen. Wie geht es Ihnen? Haben Sie Farmverteidigungsmaterial? Ihre Karte, bitte. Meine Karte? Wenn Sie keine Karte haben, darf ich Ihnen solches Material nicht verkaufen. Was für eine Karte brauche ich, um Farmverteidigungsmaterial zu kaufen? Eine SISA-Karte. Bei der Bank können Sie eine bekommen. Nur wenn Sie Millionär sind, natürlich. Kann ich Farmverteidigungsmaterial nicht mit Bargeld kaufen? Diese Art von Material dürfen Sie nur mit Karte bezahlen. Es ist wegen der Quittungen und so. Außerdem ist es sündhaft teuer.
Es handelt sich um Material der neuesten Generation. In Bar müssten Sie mit einigen prall gefüllten Dollarsäcken zahlen. Verkaufen Sie Waffen? Sie meinen Revolver, Gewehre? Genau, Artillerie. Nein, es ist verboten. Aber ich verkaufe Munition, falls Sie sich dafür interessieren. Haben Sie Dynamitstangen? Natürlich. Aber der Verkauf wird kontrolliert. Um welches zu kaufen, brauchen Sie eine Sondergenehmigung. Außerdem müssen Sie mit einem gedeckten Scheck bezahlen. Wenn nicht beide Bedingungen erfüllt sind, kann ich es Ihnen nicht verkaufen. Ah, wird ja immer umständlicher hier. Woher bekomme ich denn eine Genehmigung, Dynamit kaufen zu können? Diese Art Genehmigung wird nur vom Sheriff erlassen. Sie können sie in seinem Büro nebenan beantragen. Auf welche Summe muss der gedeckte Scheck ausgestellt sein? Um Dynamit zu kaufen? Ja. Naja, 100 Dollar. Den können Sie in der Bank bekommen. Was brauche ich nochmal, um Dynamit kaufen zu können? Eine vom Sheriff unterschriebene Genehmigung und einen von der Bank gedeckten Scheck über 100 Dollar. Haben Sie Whisky der Marke Triple X? Selbstverständlich. Und im Sonderangebot. 7 Dollar die Flasche. Ja, nehme ich. Na dann mal her mit dem Rachenputzer. Einen Moment. Hier, bitte. So, wie viel Geld haben wir eigentlich noch? 21, ne? Das ist ja nicht viel. So, wir brauchen nämlich noch einen Wagenheber. Verzeihung, ich bin sofort bei Ihnen. Wozu dient das hier? Das ist ein Wagenheber. Räder wechseln wird damit zum Kinderspiel. Er kostet 8 Dollar. Ja. Okay, hier ist das Geld. Bedienen Sie sich selbst. Und wir brauchen die Laufkatze. Da, 5 Dollar. Hören Sie, Mister. Ich bin sofort bei Ihnen. Was ist das denn? Ein Bauchmuskeltrainer? Das ist eine Laufkatze. Ideal, um sich beispielsweise an einem Seil heruntergleiten zu lassen. Sie kostet nur 5 Dollar. Okay, hier ist das Geld. Bedienen Sie sich selbst. So, wie viel Geld haben wir jetzt noch? $8. Okay, das könnte gerade noch so reichen. Hier. Ne, da sind wir reingekommen. Hier, offene Tür. Hey, Mister! Der Zutritt kostet 5 Dollar. Was ist da drin? Das ist die Kleiderkammer. Alles im Sonderangebot. Ist alles Secondhand, aber alles gut erhalten. Für nur 5 Dollar können Sie mitnehmen, was Sie wollen. Alles, was ich möchte? Alles. Okay. Hier sind die 5 Dollar. Kommen Sie so oft, wie Sie wollen. So. Was haben wir denn hier alles? Einen. Einen Hut. Was, mehr können wir hier gar nicht nehmen? Ah ja. In one second, in one push. The fast development and print here. Fotoentwickler. Nein. Blöd. Eine Tür. Sie ist verschlossen. Ach Mist.
So, können wir hier noch irgendwas mitnehmen? Nein. Na, dann gehen wir raus. Verzeihung, ich bin sofort bei Ihnen. Haben Sie auch Zeitungen von heute? Diese Zeitungen sind nicht besonders aktuell. Hierher kommen kaum Zeitungen. Deswegen sind sie sehr teuer, aber trotzdem sehr interessant. Wir haben hier die Morning Sun mit dem Bericht über die gesprengte Eisenbahnbrücke. Den Evening Star, der über den Banküberfall in Toledo, Ohio berichtet. Und den Nightly Moon mit der Flucht aus dem mexikanischen Gefängnis. Aha. Wie viel kostet die Zeitung mit dem Artikel über die Brücke? Die Morning Sun? Die kostet $5. Nichts für ungut. Wollte nur mal gefragt haben. Sie dürfen immer fragen. Tagchen. Wie geht es Ihnen? Sie haben ja nicht wirklich viele Kunden. Aber ich habe einen richtig großen. Fängt mit S an und hört mit Tarek auf? Zu Beginn jeden Monats kauft er bei mir die ganzen Vorräte für seine Ranch. Die restlichen Tage öffne ich nur aus Gewohnheit. Ich habe mich nur umgesehen. Sie können so viel schauen, wie Sie möchten. Aber fassen Sie nichts an. Na gut, dann gehen wir wieder raus. Dresine. Ne, die nehmen wir jetzt nicht. Aber hier. Guck mal, eine Umlenkrolle. Wir haben noch ein Seil. Ne, nicht mit Tor. Mit Umlenkrolle. Genau, das machst du jetzt nämlich am Balken fest. Damit kriegst du die nämlich hoch. Und damit ist das Seil weg. Backdoor, genau. Hier ist ein Seil. Wie praktisch. Eins verloren und eins gewonnen. Klettergürtel. Mehr ist hier nicht. So, Dresine. Dann benutzen wir die mal. Und wir fahren nach rechts in die unbekannte Richtung. Dresine ist ja voll sein Ding, das hatten wir schon in Teil 1. So.
Und hier sind wir an einer Brücke. Was wir hier alles Tolles machen können, ne? Das gucken wir uns im nächsten Video an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich.